Oh, schöne. Schöne Piste. Diese rote Schwarzheit, gut gefahren. Ja, klar, das sieht sehr, sehr ungefährlich aus. Hier mit 200 mehr Kamera und weiter hier durch die Gegend zu fahren. Ja, klar, ein Fehler und du bist weg vom Fenster. Mehr als auf einer asphaltierten Straße, aber ja, die Gefahr ist geringer. Ja, also, ja, wie gesagt, eigentlich jedem Genre. Was heißt eigentlich jedem? Wirklich jedem. Sind's selbst, was weiß ich. Wirklich jedem, ohne Scheiß. Mir fällt nichts eins ein, was ich nicht machen würde. Nicht zocken würde und auch nicht let's playen würde eigentlich. Oder? Gibt es irgendein Genre außer Musikspiele, wie gesagt. Naja, ohne Scheiß. Gibt es nicht. Aber mein, wie gesagt, was ich am liebsten Let's Player sind, auf jeden Fall storyhaltige Spiele. Aber das nicht nur Let's Play ich das am liebsten, sondern zocke ich das natürlich auch am liebsten. Das heißt Rollenspiele oder Action-Adventure wie Uncharted oder Rollenspiele wie Mass Effect oder sowas. Ihr wisst ja, was Rollenspiele sind. Aber ja, deswegen. Ja, das damit ihr das wisst. Weil, wie gesagt, immer noch mein Lieblings-Let's Play ist, glaube ich, wirklich immer noch Heavy Rain. Ohne Scheiß. Das fand ich sehr, sehr gut von mir. Also, was heißt sehr, sehr gut, aber wäre da nicht diese Drecks-Audio-Qualität. Wirklich, ich habe da tatsächlich, ohne Scheiß, ich habe da ein 10-Euro-Headset benutzt. Und ja, da kommen die Bullen. Achtung, Streife, bin Code 3 für Straßenrennen. Detail später. Ah, ich glaube mal, ohne Witz, ich würde glaube ich Heavy Rain sein. Victor 4, bin dabei. Obwohl, vergiss doch gerade, Sichtkontakt wieder her. Ja, doch. Heavy Rain hat mich mit am meisten fasziniert, weil vom Spiel an sich her. Und der Story und was weiß ich. Ich war da wirklich mittendrin. Ja, dass mir dann am Ende sogar vorgeworfen wurde, ey, Alter, das ist nur ein Spiel. Ach nee, wirklich, mein Gott. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Ich dachte, ohne Witz, die sind echt. Ja, komm, versuch es. Ja, deswegen, ich meine, ein Batman Arkham City ist auch ein überragendes Spiel. Es hat unfassbar Bock gemacht. Aber ein Heavy Rain, das ist was Außergewöhnliches. Das ist nicht alltäglich, ja. Ein Batman, ja, gibt es jetzt schon zwei Teile davon. Das ist nichts Einmaliges. Heavy Rain ist für mich einmalig gewesen. Ja. So würde ich das einfach mal frech behaupten. Sind Platzierung 119. Status-Update. Ey, Alter, bist du bescheuert irgendwie. Wollt ihr mich verarschen? Die Ami-Polizei fährt mit Cayennes, Porsche Cayennes hier. Wollt ihr mich verarschen, wirklich? Was willst du denn mit deiner Schrottkarre? Naja, ich hoffe, das ist okay, was ich so laber. Ich meine, das ist voll. Ich denke schon, dass es interessant sein könnte. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ey, 117 sind wir gerade, ne? Boah, was ein Ruckler! Was soll das Scheiß sein? 117, die Zahl vom Master Chief. Kommt ja auch dieses Jahr zurück, freue ich mich auch extrem drauf. Ist für mich so ein bisschen. Ich finde die Halo-Reihe, ich finde sie richtig geil. Für mich hat sie aber so richtig erst begonnen mit dem dritten Teil, weil ich hatte früher auf der letzten Konsolengeneration hatte ich einfach so eine Macke. Jedes Spiel zocken. Ja, jedes Spiel zocken, so wie Halo 1.
und Halo 2 zocken, aber nicht zu Ende bringen. Deswegen, das Alter bist du. Was war das denn jetzt, du kleiner Fisch? Okay, man darf hier nicht abkürzen. Oh mein Gott, es ist ja ein offizielles Rennen, deswegen darf man sowas nicht machen. Ich habe einfach unfassbar viele Plätze verloren, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, es hat für mich mit dem dritten Teil angefangen. Und dann habe ich den letztes Jahr kam ja, ey, ihr seid so bescheuert. Kam ja das Remake raus vom ersten, dann habe ich das nachgeholt. Nur den zweiten, den habe ich dann auch wieder mal ausgepackt und angezockt, aber irgendwie, ich weiß nicht, nach der Hälfte ausgemacht fast. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie, ich habe keine Ahnung warum. Wenn das Remake kommt, ich bin jetzt keine Grafikhure oder sowas, aber wenn das Remake kommt, dann werde ich es auf jeden Fall, wenn es kommt, man weiß es ja nicht, dann werde ich es auf jeden Fall mir geben. Das kannst du sowas von vergessen. Das kannst du sowas von vergessen, dass du mich überholst hier. Er ist außer Kontrolle, der Typ ist außer Kontrolle. Mir geht's gut, was wollt ihr denn? Wow. Schicke Lackierung. Naja, und jetzt der vierte ist so ein Beginn der neuen Trilogie und dann bin ich von Anfang an mit am Start, ja. So, und das ist halt das Geile so. Ein bisschen. Boah, was war denn das für ein Rüttelscheiß? Kampf im Canyon. Alter, was willst du denn? Ja. Es wird geil, Halo 4 auf jeden Fall. Oh, shit. Was zum Teufel. Nein, Mann. Ne, vergiss es. Naja, auf jeden Fall. Da freue ich mich echt schon extrem drauf. Es kommt ja dieses Jahr. Dieses Jahr kommen nicht so viel geile Spiele, muss man sagen. Ich meine, das sind schon ein paar Kracher dabei. Alter, jetzt reicht's. Mir reicht's so langsam, aber sicher. Und meine Nase ist auch schon wieder verstopft. Ich könnte ausrasten hier. Mann, ey. Na, auf jeden Fall. Alter, du kleiner Drecksbulle, ey. Verpiss dich bitte. Verzieh dich. Naja, mies verschissen. Und wir, weil dieses Jahr kommen nicht so viele geile Spiele, wie es Anfang des Jahres schien, weil irgendwie wurden alles verschoben. Ja, es kommt ja nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres. Junge, wir wissen's, du kannst bremsen, geil. Und ich kann dich wegrammen. Es wurde ja alles Mögliche verschoben und, alter Schwede. Und irgendwie sind auch, lass mich kurz überlegen. Das war scheiße, einfach nur scheiße. Es kotzt mich gerade selber an, wie ich gerade fahre. Weil ich bin so gerade am Überlegen nebenbei und völlig mit den Gedanken woanders gerade. Was kam dieses Jahr raus, womit ich für mich persönlich, sage ich mal, nicht gerechnet habe? Ne? Das ist doch unfassbar, Alter. Ich glaube, dieses Jahr kommt wirklich nur ein einziges Spiel, wo ich so gesagt habe, Alter, Überraschungs... Ja, ich bin einfach der Geilste. Überraschungspotenzial und das ist Dishonored. Ansonsten die anderen Titel, die dieses Jahr kommen, damit habe ich schon so gerechnet, das könnte mir auf jeden Fall gefallen. Ja, was kommt denn? Es ist doch langsam... Ich raste gleich aus, ohne Scheiß, ich raste gleich aus. Warum willst du mich fuckt das gerade so ab? Ich muss gleich meine Fresse einfach halten, um einfach mal richtig zu fahren. Ja, was. Wie gesagt, dieses Jahr, es wurde so viel verschoben, worauf ich gewartet habe. Bioshock, das neue Bioshock, Devil May Cry, wurde alles verschoben. Alles wurde verschoben. Und sonst, was dieses Jahr so kommt, damit habe ich schon gerechnet. Wie gesagt, das ist mir alles klar. Ich meine, ich weiß, dass es mir ein Far Cry Bock macht.
Bock machen wird. Ich hab's natürlich noch nicht gezeigt. Es ist ultra scheiße dunkel hier an der Ecke. Ach, stimmt ja, man kann ja nicht. Das ist, wäre ja völliger Blödsinn. Wenn man Helligkeit einstellen könnte, das wäre ja Blödsinn. Ich meine, das ist für mich jetzt schon übelst dunkel. Wie wird es erst auf YouTube sein? Egal, lass es. Lass es sein. Ja, Darksiders 2, da freue ich mich, ist wirklich mit eines meiner geilsten, mit einer meiner heiß erwartetsten Spiele dieses Jahres. Alter Falter, ohne Witz, das ist ein richtiger Krampf hier, gerade die Mission. Tut mir leid, ich spiele so scheiße, aber ich bin einfach nur am Blabber. Ich muss vielleicht meine Fresse halten, aber ihr wollt ja auch was hören. Mein Gott. Ja, also die Spiele, die dieses Jahr rauskommen, um es jetzt mal zu Ende zu bringen, da wusste ich, dass es mir Bock machen wird. Nur mit Dishonored habe ich nicht gerechnet. Das ist wirklich so gleich alter Falter. Das wird bestimmt geil. Ja. Hallo, ich bin in Führung. Back action. This is no way fucking way, oder? Erst durch. Endlich. Boah, das war so ein Krampf. Ich kann mir selber nur Schelle geben eigentlich. Ohne Scheiß. Ich müsste mir selber eine Schelle geben, aber ich bin so ein gefährlicher Typ. Ich habe Angst, dass ich zurückschlage, weißt du? Ja. Du kannst jetzt in Witch schon andere Racer nutzen. Woo! Etappe 4 auch schon beendet. Boah, ey, ohne Witz, ich könnte mich so ärgern, wie ich gerade vorhin gefahren bin. Das ist schlimm. Ich habe jede Abzweigung in den Tod, habe ich ja echt ohne Scheiß, habe ich ja mitgenommen, jede. Boah, da steht ein Wagen, reinfahren. Boah, da ist ein Abgrund, reinfahren. Die wollen es wissen. Okay, danke. Geiler Spruch. Es wird gleich frostig. Wollte ich gar nicht eigentlich. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Scheiße. Nehmen wir den mal. Oh, yes. Black Power. Ja, ja. Tja, so ist das. So, jetzt muss ich mir ein neues Thema überlegen. Ich könnte ja mal was zum neuen Need for Speed ein bisschen erzählen. Ich habe ja bisher nur gleich mal die E3-Präsentation gesehen, die das erste richtige Gameplay, glaube ich, gezeigt hat. Und das heißt, der Need for Speed Most Wanted ist ja so ein Remake, genauso wie das Hot Pursuit Remake vorletzten Jahres, 2010. Was ja auch, wie heißen die Jungs nochmal? Scheiße, jetzt fällt mir der Name eigentlich ein hier. Ja, ist die Burnout-Mache nochmal. Fuck.
Criterion Games, genau. Das Hot Pursuit Remake hat mir nicht gefallen. Es wurde von allen Seiten hochgejubelt und so geil. Es sah geil aus, es hatte ein geiles Geschwindigkeitsgefühl, aber die Steuerung war in meinen Augen ein übelst schwammiger Krampf. Tut mir leid, aber das ist meine Meinung. Ich meine, wenn man andere, vor allem wenn man einen Burnout kennt oder sowas, ich meine, ich will jetzt nicht einen Burnout, das heißt immerhin noch Need for Speed, aber ich weiß nicht, ich fand sie so krampfig. Ich habe mich drauf gefreut auf das Game, ich habe es mir direkt zum Release gekauft und direkt, ich glaube zwei Wochen später, habe ich es wieder weggegeben, weil ich die Fresse voll hatte. Ich habe es auch nicht durchgezogen oder so, ich fand die Steuerung einfach so schwammig in meinen Augen. Vielleicht kam ich auch einfach nicht klar. Ja, kann natürlich auch sein. Das würde natürlich jetzt jeder Need for Speed Hot Pursuit Verfechter natürlich jetzt auch wieder direkt sagen. Aber ich sag mal so, warum komme ich denn mit anderen Rennspielen klar, wenn es da nicht ist? Ich fand's schwammig. Ich fand's nicht so geil. Ich meine, wenn ich das objektiv betrachte, war es ein gutes Spiel. Natürlich, natürlich. Wenn ich objektiv Skyrim betrachte, ist es auch ein richtig gutes Spiel, aber mir macht's keinen Spaß. Weil ich es langweilig finde. Tut mir leid. Mir gefällt mein Fallout einfach um 25 Klassen besser. Das ist einfach. Fallout hat mich echt damals reingezogen, aber Skyrim. Ne, nach 10 Stunden, 10, 12 Stunden oder so habe ich es gezockt, hat es mich immer noch nicht annähernd irgendwie gefesselt oder sowas. Naja, gut. Und auf jeden Fall das Hot, Most Wanted kommt ja jetzt. Ja, grafisch sieht schon mal sehr, sehr geil aus, aber es geht wieder ein bisschen mehr in Richtung Burnout. Wobei es kein Burnout an sich ist, ja. Also es ist noch ein weiter Unterschied zu einem Burnout, wie ich finde. Aber mal sehen, ich werde es mir auf jeden Fall mal geben. Und dann mal gucken, wie das so ist.